Als Ehemann und Papa hat Paul nicht das gleiche Verantwortungsbewusstsein wie im Cockpit, das zeigen seine zwei gescheiterten Beziehungen, aus denen zwei Kinder hervorgingen. Auch seine dritte Familiengründung mit der deutlich jüngeren Susanne, Pico von Grote, 40, steht im Schatten des Jobs. Eigentlich ist vereinbart, dass Paul in Vorruhestand geht und die Erziehung des gemeinsamen Sohnes Franz, Jakob Josef Gottlieb, übernimmt, damit Susanne nach der Elternzeit durchstarten kann. Paul kündigt diese Abmachung aber auf, weil er in seiner Karriere vor dem letzten Aufstieg ins Cockpit eines prestigeträchtigen Riesenjets steht. Da lässt Susanne ihn ohne Vorwarnung mit dem fünfjährigen Franz sitzen und stellt ihm ein Ultimatum. Und ausgerechnet jetzt stehen auch noch die beiden älteren Kinder von Paul unangemeldet vor der Tür.